Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails in the Sky. Wir haben in der letzten Folge eine Hauptmission erledigen können, haben die Purzel Farm von garstigen Biestern befreien können. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und haben jetzt nach langer Zeit mal wieder so ein paar Möglichkeiten, uns hier in Roland fortzubewegen. Und erste Amtshandlung wird sein, hier ein paar neue Aufgaben entgegenzunehmen. Das hier haben wir aber schon angenommen, ne? Oder? Ja, das hier ist aber neu. Mushroom Hunt, oder? Da steht überall New. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie schon hatten. I'm looking for a rare mushroom that grows only where there are rich deposits of septium in the ground. Should be an easy fun job. For details, please come seek me out. My name is Orvid and I'll be waiting at the landing port. Ne, ich nehme das erst an, wenn ich einmal hier bestätige, ne? Freddy, I'm looking for someone to replace a malfunctioning augment light in a road lamp on the Milch Main Road. For details, please see me at the Melders Orbe Factory. In Melders waren wir noch nicht, oder? Ich glaube, das ist eine andere Orbe Factory. I'm searching for a flower known as a bear claw and a savory pinion. The former is native to the forest of Mistwood south of Roland and the latter comes from insect-like monsters. Anyone who finds these items, please come see me at the Roland Chapel. Okay. The soldiers stationed at the Vert Bridge are set to undergo special training and we're looking for a few good men or women to play the parts of enemy soldiers. If you're up to the task, contact Chief Warrant Officer Ashton at the Vert Checkpoint on the west end of the main road. Da sind wir in der vorletzten Folge, glaube ich, gewesen und kamen da noch nicht durch und das hier ist clear. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was zu erledigen. Ich bin gerade am Überlegen, in welcher Reihenfolge, Mann, was ist mit meiner Stimme los, wir das am besten machen. Ist das hier diese Orbel Factory? Melders? Heißt da einer Melders, der da drin steht? Ich weiß das nicht mehr. Warte mal, Difficulty, das ist easy. So, das hier wäre Seek Me Out, My Name is Orbit, Waiting Landing Port. Das ist auch hier in der Nähe, also Landing Port und Orbel Factory eventuell. Hier ist auch wieder Orbel Factory. Anyone who finds this item, searching flower. Boah, das ist aber Difficulty High. Ob wir das schon machen können? Forest of Mist. Das war ganz weit weg. Das weiß ich noch. Da stand ich mal da und habe mir irgendwie gesagt, merkt ihr den Mistwald, merkt ihr den Mistwald, als ich vollkommen in die falsche Richtung entgegengesetzt zur Farm gelaufen bin. Was haben wir hier? Nochmal, ach, da wo wir schon waren. Okay, also das streckt sich jetzt relativ weit. Ich will mal erstmal gucken. Ja, das ist diese hier. Okay, warte mal, dann werden wir jetzt hier vielleicht schon was abschließen können. Mal gucken. Warte mal, erstmal will ich mal talken. Well, hi there, you two new braces seem to be having some success lately. I've been hearing a lot about your hard work recently. Yeah, that's because we're still new at this, so we have to work extra hard. That's encouraging to hear. You guys actually came at a good time. I've got an urgent job that needs to be taken care of. Do you think that you'd be up to the task of replacing an augment light in a road lamp along the Milch Main Road? Replacing, das heißt, wir sollen irgendein augment Licht ersetzen in einer Lampe in der Nähe von dieser Milchstraße, wo wir schon mal gewesen sind. Ja, machen wir mal. You just leave it to us. If you're fine with us doing the job, then we'll gladly accept. Thanks, I really appreciate this. I completely forgot it needed to be replaced today. First off, I need to give you the replacement part. Okay, augment light. This is the replacement augment? That's right. I want you to replace the augment light and road lamp number 6 on the Milch Main Road to the west. Sind die alle irgendwie beschriftet? War da nicht immer was? Ich glaube, da war was. Irgendwie erinnere ich mich dunkel. It's the 6th road lamp that you come across counting from Roland's west entrance. Make sure you get the right one. I think I've got it. The 6th road lamp from Roland's west entrance, right? Oh Gott, es wird bestimmt wieder schief gehen. Ich kenne mich. Once you found the road lamp, you'll need to open the maintenance panel. You need a 6-digit combination to open it. Are you serious? You have the combination for the...
ist, bla. Okay, warte, ich brauche einen Stift. Obwohl, so schwer ist das jetzt nicht, aber kann ja nicht schaden, das aufzuschreiben. Würde ich auch machen, wenn ich das alleine spielen würde. I'm sorry, but could you repeat that again? Ich hab's doch, Schätzelein. It's bla. Ja, genau. That's right. Good memory, Joshua. Ja, so ist er halt. Show off. After the combination is entered, the panel will open, and after that, all that's left is to replace the augment. It may seem like a simple task, but make sure not to mess it up. The road lamp may have been out of order for a while now. I see. The light of the augments keep the large monsters away, right? It's not much more than an unconscious dislike for them. But if they do go out, then we run into real problems. Which is why I'm asking you to do this job, just in case. These road lamps are placed just off the roads in areas where monsters are most likely to appear. Well, you just leave those monsters to me and I'll take care of them. But I'd better write down that combination before I forget. Then maybe you should let me deal with the combination instead. I'll leave it up to you two to divide up the work amongst yourselves. That should be everything you need to know, so good luck. If you need to double check or cancel the job, then come and talk with me again. Nö. Glaube ich alles soweit verstanden. Ich hoffe nur, dass ich die richtige Lampe erwische. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja ein bisschen was gesammelt zuletzt. Ob das allerdings ausreichen wird, weiß ich nicht. Ah, ein paar blaue fehlen uns. Deswegen sage ich immer, die blauen sind mir heilig. Und jetzt mangelt es an denen. Ganz toll. So, jetzt komme ich wieder nicht nach oben links. Es hieß immer, ich soll mit dem Steuerkreuz versuchen zu arbeiten. Hat hier tatsächlich auch gewirkt. Vielen Dank. So, ja, die blauen. Toll. Hat ja wieder super funktioniert hier. Können wir hier vielleicht irgendwas machen? Jawohl. Dieses Ding kann ich aufmachen. Das hier ist mir zu teuer mit den 120. Und das können wir auch aufmachen. Ich werde mal hiermit anfangen. Bei ihm war doch aber, er konnte doch nur so eine spezielle Gattung dort einbauen, oder? War da nicht was? So, hier komme ich jetzt nicht mehr weiter. So, und hier kann ich einkaufen. Wie wird das nochmal? Achso, hier muss ich auch mit den Seppets zahlen, alles klar. Ich frage mich, wann ich hier was Besseres auch bekomme. Das ist ja alles noch mit einer 1 versehen. Wird bestimmt auch noch 2er, 3er, 4er oder was auch immer geben. So, ich gucke mal erstmal, was ich aktuell habe. Augment, Joshua. Achso, und hier passen aber alle rein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Achso, ja, das war ja so ein bisschen bekloppt bei dem Attack-Dingens. Weil da auch die Defense, wie wir unten sehen, ne, runtergeht. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt was Neues einkaufen möchte. Irgendwie noch nicht. Ich glaube, ich gebe hier mal dieses Agilitätsding erstmal. Ja, also es sind ein paar gute Sachen hier. Ich stand ja schon mal hier und habe mich irgendwie gefragt, ob ich da irgendwas ausgeben sollte. Aber eigentlich, wobei wir von einigen relativ viel haben, ne? Ich könnte das Geld auch ganz gut gebrauchen. Ich werde hier mal ein bisschen, nicht so viel wie zuletzt, aber ein bisschen was umtauschen. Ja, wir lassen das jetzt mal so trade. Jawohl. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir in die nächste Stadt kommen. Ich weiß gar nicht warum. I hear that the airliners are equipped with huge machines called orbital engines or some such thing. They're said to use an orbital structure as well. It seems that some big-wheel professor was the one who developed them. Hey, now that's something to talk about. Ah, und das tun wir doch gerade. Oh, ist nicht so das allerspannendste Thema, aber ist bestimmt irgendwann voll wichtig für uns. Kennen wir den? Wer bist du denn? Okay. This is really weird. Where could it have gone? Oh, excuse me, but can I ask you something? You didn't see a shiny rock around here anywhere, did you? Huh? A shiny rock? Yeah, that's right. One that sparkles. You didn't see a rock like that lying around anywhere, did you? Are you saying you lost something? I don't recall seeing anything like that. Do you know where you might have dropped it? My mom was calling for me, so I ran over to the general goods store where she was. I know I had it in my hand at the time, but when I came back here, it was gone. When you say general goods store, you mean Mr. Renan's store, right?
Did you look in front of his store? Obviously, that's the first place I looked. You don't need to treat me like a kid, you know? My... aren't you a charmer? Well, I already asked the bracer girl to help find it, so I'm sure it will show up sooner or later. If you do happen to come across it, give me a holler straight away. I'll probably be around. Okay, also der vermisst irgendwie so einen leuchtenden Stein, den er auf dem Weg zum Laden, ich glaube zum Gemischtwarenladen, irgendwie verloren haben soll. Ich glaube hier gerade nicht, wo ich bin. Warte mal. Ah, doch, ich bin ganz am Anfang. Warte mal. Das ist doch hier der Laden. Das ist ja direkt um die Ecke. Hier ist irgendwas. Okay, huh? What's the matter? I wonder what that is. There is something shining down there through the sewer grate. Jawohl, sehr schön. You're right. It looks like something must have fallen through. The sewers? Don't tell me you forgot about the sewers already. You know, that smelly monster-infested place we were in not that long ago. Oh, right, those sewers. We went there during our practical training, right? The entrance to the sewers should be just behind the chapel. Da wollte ich sowieso noch hin. Das habe ich schon seit Ewigkeiten hier auf meinem schlauen Zettel zu stehen, ja. If you're so interested in what's down there, then how about we check it out a little later? Sure, let's do that. Alles klar, nee, das passt. Das können wir von mir aus auch gleich machen. Ja, genau, sehr schön. Weil ich habe vor Ewigkeiten ja in den Kommentaren mal diesen Hinweis bekommen, dass, also wo ich das finde, ich habe die ja schon mal gesucht, weil ich nochmal mit der Truhe in Anführungsstrichen reden wollte und so. Und das können wir dann jetzt auch machen. So, erstmal hier, Shop. Ich will mal gucken, ob ich irgendwas noch kaufen möchte. Das hier, genau. Das wollte ich die ganze Zeit haben. Unique Multipurpose Weapons of Eastern Legacy. Keine Ahnung, ey. Ich stehe jedes Mal in diesem Laden und bin mir unschlüssig, ob ich irgendwas kaufen sollte. Aber die Defense-Erhöhung ist mir eigentlich wichtiger. Deswegen werde ich jetzt einmal Spikes kaufen. Jawohl. Sehr schön. So, und das geht, glaube ich, 33, 30 Defense haben sie jetzt. Ja, das geht jeweils um 5 nach oben und das soll dann Joshua bekommen. So, und dann geht es mir erstmal wieder ein bisschen besser, weil er ein bisschen was wegstecken kann. Weil das war zuletzt halt so ein bisschen frustrierend in einigen Kämpfen, dass sie immer so schnell ihre Problemchen hatten. Obwohl die Gegner eigentlich gar nicht so stark waren. Warte mal, jetzt habe ich mit dem gar nicht geredet. Ich habe schon was Interessantes zu erzählen. Hey there, so I've heard the news that you've started work as bracers. How's everything coming along? We were surviving so far. And we managed to deal with the monster problem at the Pretzel Farm. I see. It seems you have what it takes, after all, to become adequate fill-ins for Cassius in his absence. But still, don't be a handful for Joshua. Why am I the one who always gets lectured? Ja, weil du vielleicht noch so ein bisschen übermütig und aufgedreht wirkst. Ich will gar nicht mal ein negatives Adjektiv verwenden, weil sie ist einfach ein bisschen anders. Sie wirkt halt ein bisschen naiver, obwohl sie es vielleicht gar nicht ist. Keine Ahnung, schwer einzuschätzen. Ja, wahrscheinlich ist sie es. Aber das heißt ja nicht zwingend, dass sie deshalb ein schlechterer Bracer ist. So, ach, Hotel. Ja, apropos. Da gaff ich schon mal hin und hätte es fast versäumt zu übernachten. Talk. Have you two ever met some of the other Bracers that have stayed here in this very hotel? We often have Bracers registered at other branches dispatched here after all. Okay, ja, ich werde jetzt einmal nur resten. Was umsonst? Ne, hier ist mal die gleiche Frage, ne? Habe ich mir schon mal gestellt. Aber unsere EP sind relativ unten gewesen. Ich glaube, Joshua hatte sogar 0, ne? Nach dem letzten Mimik-Kampf, in Anführungsstrichen. So, in welcher Reihenfolge möchte ich jetzt was tun? Ich möchte jetzt gerne die Sewer suchen. Wo ist denn die Chapelle? Die Kirche? Ach da, die Church, das Lilane, ne? Warte mal, von hier aus gesehen. Links, das ist die. Und dahinter... Ey, ist das ernsthaft? Wie konnte ich das denn beim letzten Mal übersehen? Wahnsinn. Bin echt gespannt, ob jetzt hier neue Gegner sind, weil eigentlich... Ich bin so dumm. Ich hätte mich hier auch komplett hochheilen können, ich Depp.
Ja, okay, ich meine, 20 Mira sind jetzt nicht die Welt, aber trotzdem. Ja, ärgerlich. Aber egal. Ey, guck mal. Dieser eine kleine Pupsgegner lässt so viel fallen. Das ist mal interessant. Außerdem wollte ich mir auch noch die Rezepte kaufen, ne? Ich glaube, da habe ich beim letzten Mal auch nicht alles geholt, was ging. Im Café. Ich habe bestimmt irgendwas Elementares vergessen, bevor ich aus Roland hier weiterziehe. Die Seppels muss ich jetzt einfach mal mitnehmen. Ich schneide die Kämpfe auch raus, weil wie gesagt, es passiert hier nicht so sonderlich viel. Aber es bringt halt was in Form von Steinchen. Hier können wir gerne mal kurz zusammen gucken. Vielleicht droppen die blaue. Die blauen, die wären so wichtig. Weil ich da dann so ein bisschen Ausgleich auch reinbringen könnte. Weil ich von denen halt deutlich am wenigsten habe bisher. Nee, leider nicht. Könnte ich jetzt natürlich in diesem Monsterbuch nachgucken, habe ich aber gerade keinen Bock. Ja, drei von diesen Viechern waren das, also von diesen Schwärmen. Sagt man das so? Ist das ja der richtige Plural? Keine Ahnung. Die haben ständig daneben gehauen, meine Leute, ey. War schon so ein bisschen fremdschämenmäßig. So, guck mal, das ist eine Kiste, die können wir mal anquatschen. The chest is empty because of you. Nice work, Hero. Dankeschön. Und es hieß übrigens auch in einem Kommentar, das wollte ich eigentlich in der letzten oder in der vorletzten Folge sogar schon erwähnen, dass ich meine Range tatsächlich irgendwann erhöhen kann. Ich muss mal eben kurz gucken, oder hatte ich das erwähnt? Mit den... Warte mal, wo steht denn das? Ich kann meine Schrift hier schon wieder nicht lesen. Mit den gelben Seppels, da werde ich irgendwann so Move Quartz mir einkaufen können. Das wird das Ding sein. Bewacht von Gegnern. Das sind aber die ganz normalen, oder? Oder ist das jetzt irgendwie Boss-Ambiente? Sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Das ist ja auf jeden Fall cool, weil ich finde gerade so die Range als großen Nachteil. Zumal es auch Gegner gibt, die einen sehr stark zurückstoßen. Also bei denen ist das jetzt nicht so ausgeprägt, aber zum Beispiel diese Blumen, die wir ja hier schon häufiger hatten, die haben mit ihrem komischen Distanzangriff schießen nämlich doch immer schon ziemlich weit weg und da habe ich immer so viele Laufwege, die dann teilweise echt ins Leere laufen. Und ja, also ich meine, brauche ich ja nicht erklären, ne? Es erklärt sich so ein bisschen ja von selbst, warum eine größere Reichweite sinnvoll ist. Und da seht ihr vielleicht, was ich vorhin meinte, dass sie ständig daneben hauen. Die haben wahrscheinlich richtig krasse Agilitätswerte. Aber egal, ist nur eine Frage der Zeit. Ihr seht, warum ich hier zur Schere ansetze, denn unspektakulär und so und dauert halt auch, ne, weil jeder Schachzug, der daneben geht, ist immer so ärgerlich. Quartz Fragment. Messy now. The thing we saw shining through the sewer gate was this. Stand up great. War great, richtig? Seems like it. A quartz fragment, huh? Now we know why it was shining so much. The way it sparkles is so beautiful. This is made of septium too, right? Loosely speaking, yes. But let's talk about it later. This isn't really the place to have a leisurely chat. I guess you're right. No normal person would want to stay here any longer than they had to. Dabei ist die Kanalisation eigentlich voll schön. Ich finde, wir können ja nochmal eben kurz mit der Kiste da hinten quatschen. Und auch wenn die Viecher uns hier nicht ein einziges Haar krümmen, gehen unsere CP trotzdem kontinuierlich nach oben. Das ist ja echt praktisch. Also das mit dem Danebenhauen, das geht mir echt schon so dezent auf die Ketten. Ich weiß, das Spiel möchte wahrscheinlich, dass man hier irgendwie, weiß ich nicht, zaubert oder so, aber trotzdem. Warum habe ich ihn jetzt auf einmal nur noch... Ah, okay. Nee, alles klar. Ich wollte gerade fragen, warum ich nur noch 8 von diesen blauen Seppels habe, aber ich habe ja was vorhin ausgegeben für Joshua. By looking inside this chest again, you flunk. Just kidding. Das ist so witzig, wie sich der Entwickler einfach hinsetzen und sich für jede Kiste einen anderen Text ausdenken. Sowas finde ich irgendwie schon sehr löblich. The door is rusted and appears to be locked. Alles klar. So, ich hoffe natürlich, dass wir das Steinchen auch behalten können. So als Dankeschön. Ich hatte der Junge ja keine Verwendung dafür. Er ist ja total davon geschwärmt, aber was er damit irgendwie anfangen möchte, das hat er uns nicht verraten. Vielleicht tut er das aber jetzt. Bin ich denn hier richtig? Ich glaube, das war auch der Typ, nach dem ich Ausschau halten sollte, als ich seinerzeit hier vor dem Haus war. Das war aber offensichtlich nicht das richtige Haus. Hä? Stand er da nicht vorhin?
Okay, dann wird das beim letzten Mal mein Fehler gewesen sein, dass ich den einfach beim falschen Haus gesucht habe, oder? Oh mein Gott, okay, ich bin jetzt gerade vollkommen verblödet. Ich weiß nicht mehr... Nein, der war... Ich weiß, wo er war. Ach, bin ich doof. Bin ich doof. Hier war das nämlich, ja, in der Nähe von dem Laden. Und hier stand er doch irgendwo, oder? Hä? Nein, ich will da nicht hin. Ich will doch jetzt einfach nur meine Mission abgeben. Der war in so einer ganz komischen Sackgasse oder so. Das war ja hier. Ey, wie konnte ich den denn jetzt übersehen? Schon wieder die Kamera doof gestellt oder was? So. Hey, is that Rock? Could it be that this is the rock you've been looking for? Hand it over quartz fragment. Yep, this is the one, my shiny rock. Why is it all dirty like this? Hey, don't you have something else to say before you complain? You guys are bracers, right? I've already paid your money to the guild. Therefore, I think I have the right to complain. Okay, that's not the problem here. Calm down, Estelle, he's just a kid. I know that, but... this quartz is what you were looking for, right? Yeah, that's the one. And, this rock is really quartz? You mean the same kind of quartz that's in an orbment? Yep, it's the same kind of quartz made of sepith. It's chipped, so it doesn't function anymore. I see. So this rock belonged to an orbment? Okay. What's wrong? You seem a bit out of it. Who, me? Oh, it's nothing. I'm glad you found it. I guess that's about it then. Okay. Oh, that reminds me. I almost forgot. Here, take these. Ja, was auch immer das sein soll. My mom gives these to me and tells me they're healthy, but they're kind of bitter, so I can't stand them. Anyway, I appreciate what you did for me today. Ja, gerne. Seriously, what a cheeky little kid. I'm sure it's a difficult age for him, but I wonder why he was searching for that quartz. What do you mean? Now that you mention it, it does seem a little strange. But, oh well, everyone has something they think is important. Truer words couldn't be spoken. Perhaps that kid has an interest in augments. I, for one, don't see what's so interesting about those overly complex gadgets. My brain goes numb just thinking about them. Except for the fact that you have to get used to them sooner or later. You won't be able to fulfill your job as a bracer if you can't use one. Alright, I'll try and learn. Oh, achso, ich dachte, wir bekommen jetzt wieder irgendwas. Find a shiny rock completed. Muss ich jetzt nochmal in die Guild zurück, um mir irgendwas abzuholen? Weil eine Belohnung habe ich ja so wirklich noch nicht bekommen, ne? Ich glaube, das, was er uns gegeben hat, das wird irgendeine Komponente fürs Kochen sein, könnte ich mir vorstellen. Das ist ein Rezept? Ah, okay, wenn ich das consume, dann bekomme ich das Rezept. So rum ist das nämlich. Ich brauche das aber aktuell nicht, ne? Meine Leute erfreuen sich bester Gesundheit. Nee, der Typ, der hat sich am Anfang ein bisschen aufgeregt, dass der Stein nicht sauber war und dass der schmutzig war. Und dann hat sich Esther wieder darüber aufgeregt, dass er sich beschwert und Joshua hat wieder geschlichtet. Und ja, so ging das gerade so ein bisschen hin und her. Also ich will mal gucken, ob ich hier seinerzeit alles gekauft hatte. Shop. Buy. Warte mal, ich will noch mal ganz kurz gucken. Ich glaube, die French Fries, die habe ich auch schon verzehrt. Ja, achso, ich erkenne das. Ach, da rechts sehe ich das, alles klar. Hierfür habe ich das Recipe schon. Hierfür auch. Flowery Soda habe ich einmal im Inventar. Okay, da wollte ich wahrscheinlich warten, bis ich irgendwie Damage fresse und sich das dann lohnt. You have that foreigner named Shirazad at the Roland Branch, right? Not only is she attractive, but she's one of my best customers, which I'm thankful for, of course. But when it comes to liquor, she's unbelievable. And when I say unbelievable, I mean... Oh, we know. I can empathize. She's normally such a beautiful, friendly young woman, too. Okay... Die ist irgendwie ein bisschen eigen, wenn es um, Alkohol geht. Und sie ist voll attraktiv in seinen Augen und so, aber ja, irgendwie voll der Alki wahrscheinlich. 10 years ago, the Imperial Army broke through the borders and surrounded Roland.
and in an effort to convince us to surrender, they bombarded the clock tower. I apologize for making you recall those painful memories. No, it's alright, really. Okay. Ja, interessant. Das ist irgendwie so aus, als hätte der vielleicht eine Quest für uns oder so. Okay, da würde ich mal sagen, wir haben ja so viele Missionen, die werden wir niemals alle in dieser Folge schaffen. Aber ich würde ganz gerne noch die Lampe irgendwie ausfindig machen, weil das klingt jetzt nicht so mega zeitaufwendig. So, erstmal gucken, wie die Dinger aussehen. Also ja, wie Lampen wahrscheinlich, aber ich kann mich nicht daran erinnern, hier welche gesehen zu haben. Oder ist das damit gemeint? Keine Ahnung. Also wenn das hier Lampen sein sollen, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dann kann ich auf jeden Fall nicht mit jeder interagieren. Das heißt, wenn ich bei der richtigen bin, müsste das ja auch irgendwie funktionieren, oder? Auf jeden Fall die 6. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, weil ich nicht weiß, ob ich bei den Dingern hier richtig bin. Aber was anderes kommt jetzt hier okay, sehr gut. Zahncode habe ich aufgeschrieben. Ja, guck mal, Joshua hat so süße Augen. Also eigentlich beide, aber ich finde, bei Joshua treten die gerade so ein bisschen hervor. From what Freddy said, I think this is the road lamp. I'm fairly certain this is the right one too. It says road lamp number 6 on the panel as well. You're right, it does. Alright then, let's get to work and finish this job. Jawohl. Unfortunately, it may not be that easy. What do you mean? Oh, ich habe nicht gespeichert. Nein, where'd all these monsters come from? It looks like the augment really has burned out. Anyway, one of us will need to fend off these monsters while the other replaces the augment. Yeah, you're right. Well then? Joshua soll das mal machen. Ich gehe mal davon aus, dass wenn wir unser Gegenüber machen lassen, ich habe mir die Zahlen aufgeschrieben, dass er jetzt nicht verrecken wird, oder? How about you handle them, Joshua? Do you really know how to replace one of those things? Come on, Joshua, how hard could it be? Even I can do something as simple as replacing an augment. Says the girl who glued her hand to her head once, but alright, if you say so. I'm counting on you, Estelle. Got it! Ach, ich muss jetzt mit Joshua spielen! Nein! Das wollte ich so aber nicht. Das wollte ich so nicht. Aber gut, er hat jetzt die bessere Defense als Estelle. Und das sind die einfachen, das sind nicht mehr die 200er. Boah, ich werde trotzdem auf Nummer sicher gehen und erstmal hier rumzaubern. Also ich meine, das kriegen wir ja relativ schnell wieder zusammen. Ich habe keinen Bock, das jetzt zu verkacken. Ich habe so ewig nicht mehr gespeichert. In diesem Part glaube ich gar nicht. Aber das sind die ganz, das sind die allerschwächsten, oder? Ich glaube, die, selbst wenn die mich treffen, werden die, solange die sich aufladen, vielleicht nicht mal Schaden austeilen. Bin mir aber, wie gesagt, nicht sicher. Ja. Aber der Aufgeladene bestimmt. Ja. Ja, okay, das ist aber ein Witz. Gut, dann brauche ich jetzt erstmal nichts zu befürchten. Außer, dass Esther vielleicht ihre Aufgabe vermasseln wird. Aber versuchen wir mal ein bisschen in sie zu glauben, an sie zu glauben, ihr Glauben zu schenken, wie auch immer. Ich weiß jetzt übrigens auch, vielen Dank auch für diesen Hinweis, dass wenn da steht, zap it up, dass auch der Gegner mir welche klauen kann. Dass das bestimmt in irgendeinem Tutorial-Infotext irgendwann auch mal nahegebracht wurde. Bestimmt von der Shirazad. Okay, aber das ist relativ easy. Ich glaube, das wäre aber auch nicht viel schwerer mit Estelle ausgefallen, deswegen ist schon ganz okay. Ich war jetzt irgendwie gedanklich so auf dem Trip, dass wir auf jeden Fall Estelle steuern würden, dass ich dachte, dass ich dann mit ihr vielleicht den Code eingeben müsste oder so. So, Beast Flash, jawohl. That takes care of the first wave. Ach, kommen da noch mehr? How it's coming, Estelle? I'm entering the combination for the maintenance panel right now. I'm pretty sure the code was... Das hätte ich sogar ohne Notizen bekommen. Das war nämlich das hier. Okay, 544818. It's open. Sometimes I'm too smart for my own good. I'm okay here, Estelle. So just focus on fixing the lamp. Got it. Now for the augment, which goes in like that and voila. Perfect.
Jo, da freut sich aber jemand. Ich freue mich aber mit ihr. Good work, Estelle. All the monsters seem to have gone too. Phew, I sure got all stressed out over this job. Considering the circumstances, it seemed pretty reasonable to me. But the thing that surprises me the most is that you remember the combination. Aww, do you want to know the truth? I actually just saw a jumble of numbers in my head and the buttons I happened to press were the right ones. I should have figured as much. You're something else. Anyway, our job is done here, so let's just think about something else. I guess you're right. Alright, how about we head back to town? We'd better go report to Freddy. Alright, let's go! Juhu! So, ja, cool. Ich könnte jetzt natürlich auch weiter in Richtung... dahin. Westen ist das, glaube ich, ne? Ja. Aber ich würde mal sagen, ich meine, wir haben jetzt zwei Missionen. Wir müssen noch zu Freddy und wir müssen uns, glaube ich, bei der Guild noch die Belohnung abholen. Wir werden dann mit den restlichen Missionen dann beim nächsten Mal auch fortfahren. Ja, cool, ne? Das macht echt Spaß. Also wenn man nicht irgendwie so Durchhänger drin hat, wie ich teilweise hier mit den Mimimix und so. Wobei, in der Folge, wo ich das diese Gruppe da platt gemacht habe, hat es mir auch Spaß gemacht. Aber ja, wenn man durchkommt, ist das natürlich cool, ne? So, wo wollte ich hin? Zu Freddy zuerst, genau. And talk. We're back, Freddy. Oh, hi, Estelle. From the look on your face, it seems you... like you finished the job. Yep, and we did a fine job too. Although we did have a few hang-ups. We thought we'd report to you as a matter of good measure. Reported the events which occurred on the Milch Main Road. So it really was burned out, huh? I'm sure it happened because we were late replacing it. Sorry, kids, you were put in harm's way because of me. There's no need to apologize. It comes with the territory. Dealing with dangerous jobs is a part of a bracer's work. I appreciate you saying that. Oh, I know. How about I give you this to make amends? Aha. Das ist schon die zweite. Also die Erweiterung. Ich weiß leider nicht mehr, was Impede macht, aber können wir gleich gucken. This is a quartz. Yep, it's an Impede 2 quartz. It can prevent an enemy's arts. Oh, das ist aber schön. Also das kann verhindern, dass der Gegner zaubern kann. It can be pretty useful if you use it effectively. Thanks. We appreciate it. Now, thank you to the both of you today. If you need to discuss anything about augments, then stop by any time. Don't forget to swing by if you have any other business needs. So rum. Quest Augment Replacement completed. Jawohl. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir nochmal in die Guild zurück müssen. Thank you. Achso, das ist nochmal das Gleiche. Ja, okay. Hier wiederholt er sich. Alles klar. So, dann lass uns mal gucken, ob ich das jetzt irgendwo schon einbetten möchte. Da haben wir es. Elemente, Wind Elemental Value 3. Zippets, prevent enemy arts with 50%. Okay, also das ist mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit quasi 50-50. Können wir das unterbinden? Weiß nicht, ist eigentlich ganz interessant, aber ich würde das, wenn, dann eher Joshua geben und ihm dafür sein Evade rausnehmen. Jawohl. Ja, mache ich jetzt einfach mal. Mal gucken, vielleicht werden wir Kämpfer haben, wo uns das den Allerwertesten retten wird. Unwahrscheinlich ist es ja nicht. So, und dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier auch noch meine Belohnung mitnehmen können. Hier steht nur Clear. Okay, das heißt, die bezahlen uns direkt, die Leute, die so Nebenquests für mich haben. Genau, weil die schickt uns nur zum... Das stand auch in irgendeinem Kommentar, ein paar Videos zuvor mit drin, dass sie, dieser Aina oder wie sie heißt, uns immer die Hauptstories gibt und den Rest. Diesen ganzen Nebenkram, den haben wir dann eher hier. Das heißt, in der nächsten Folge haben wir noch offen Orbit auf dem Landingport. Was war das hier nochmal? Dieser Mistwald. Ah, das wird irgendwie ein bisschen... Warte mal, das, was wir geklärt haben, das war easy, medium und low. Also nicht so schwer. Da müssen wir aber dann schon hin können, ne? Wenn das hier schon zur Auswahl steht.
Und dann haben wir noch diesen im Westen, den da an der Brücke oder was das war. Das heißt, wir werden wahrscheinlich uns erstmal angucken, was er hier will mit den Mushrooms. Dann nach Westen weiter zu diesem komischen Checkpoint und dann... Ja, ich glaube, die Mistwald, den gucke ich mir zumindest mal an. Also wenn ich feststelle, das ist mir zu schwer, dann kann ich ja immer noch sagen, nö, mach doch selber. Und dann werden wir, unabhängig davon, ob ich diese in Anführungsstrichen schwere Mission schaffe oder nicht, werden wir dann unsere Hauptstory weitermachen. Und da werde ich mal bei unserem nächsten Auftraggeber vorbeigucken. Aber das sind alles noch Themen für die Zukunft. Was ist das denn hier? Septian Calendar. Erected in partnership with the Liberal Royal Family, Septian Church and Roland City. Septian destroyed Calendar 1192, eins nach dem anderen. Destroyed during the Hundred Days War when Roland was bombarded by the Erebonian Imperial Army. Calendar 1197, rebuilt with the cooperation of the citizens of Roland. Naja, so ein bisschen historischer, kultureller Kram. Hier kamen wir schon mal rein, ne? Konnte ich da auch nach oben? Stand hier nicht seinerzeit jemand irgendwie unten? Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen Spiel? Keine Ahnung. Gut, ihr Lieben, wir haben in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder ein bisschen was zu tun. Aber wie ich schon sagte, in der nächsten Folge dann. Ich danke fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!